Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Live-Event hier bei den IB Days am Mittwoch. Freue mich auf jeden Fall, auch einen Gast begrüßen zu dürfen, unter anderem. Nehmen Sie reichlich Platz. Ja, es geht los heute. Freue mich ganz besonders, dass ich natürlich nicht allein bin, sondern fünf tatkräftige Akteure hier am Start habe. Trader mit Erfahrung, und ich werde dann den einen oder anderen jetzt erstmal sukzessive vorstellen. Freue mich auf jeden Fall, dass wir heute die Zeit zusammen verbringen werden. Es wird ein langer Tag, der Markt bewegt sich, das ist gut. Und ich möchte auf jeden Fall im Namen von Michael Vogt hier Dankeschön sagen für die Bühne, die wir hier bekommen. JFD Brokers ist ja praktisch auch Sponsor, Mitträger der ganzen Veranstaltung. Es freut mich ganz besonders, dass wir hier die Plattform haben, um auch Leute aus unserem Team hier mit darzustellen. Und wie gesagt, heute geht es eigentlich nur um die Märkte. Die Rendite zählt am Ende des Tages. Wir wollen sehen, wie die Akteure in den unterschiedlichen Märkten vorgehen. Es ist halt heute eine reine Praxisgeschichte. Natürlich wird es zwischendurch Education geben, Darstellungen von den Setups, wie die Trader vorgehen, wo sie ihre Prioritäten setzen. Und darum geht es, Ihnen heute praktisch wirklich Inhalte zu liefern, die Ihnen dann praktisch im eigentlichen Trading-Alltag auch ein Stück weit weiterhelfen können. Alle Trader hier handeln mit Live-Accounts in unterschiedlichen Größen, von relativ groß bis normaler Size. Das spielt aber eigentlich auch so nicht die Rolle, aber es sind eben Live-Accounts und kein Spielgeld. Insofern hat es noch einen zusätzlichen Charme. Und wichtig ist eben, dass Sie ein Stück weit was mitnehmen. Sie können übrigens während des ganzen Tages auf unserem JFD-Desktop in Guidance Fragen stellen. Wir haben dort ein Customer-Support-Fenster, so eine Art Chat-Fenster, wo Sie real-time Fragen stellen können, um praktisch hier mit uns in den Kontakt zu treten. Ich werde dann die Website nochmal einblenden lassen, beziehungsweise wir werden es auf einem Monitor darstellen. Das wird dann einer der Akteure machen. Dann können Sie nochmal die URL sozusagen sehen. Und mit dieser URL können Sie dann praktisch real-time mit uns in Kontakt treten. Wir nehmen die Fragen auf und ich werde die dem einen oder anderen Trader dann stellen. Bei der Inhaltsbeschreibung haben Sie sicherlich schon mitbekommen, dass es fünf Akteure sind. Wenn wir jetzt gerade mal schauen, sehen wir aber nur vier sitzen. Das heißt, bei einem müssen wir noch die Technik ein Stück weit justieren, damit es richtig scharf losgeht. Das ist der Markus Gabel, den kennen Sie sicherlich schon. Aber ich würde mal hier vorne links kurz beginnen beim Henry. Henry Philipsen. Genau, das passt schon so. Okay. Freue mich auf jeden Fall, dass der Henry am Start ist. Ausreichend Platz nehmen. Henry, dem einen oder anderen sicherlich bekannt vom Godmode Trader Portal, dort als Analyst tätig. Ist übrigens schon seit 97 an den Märkten aktiv. Soll heißen, 20 Jahre Markterfahrung, und da freue ich mich ganz besonders. Hat den Fokus seit 7 Jahren auf dem FX-Markt. Da ist auch sein Schwerpunkt auf dem JFD oder mit dem JFD-Handel sozusagen. Er selbst hat auch einen eigenen Stream auf Guidance, einen eigenen Blog sozusagen, wo er auch seine Trades vorstellt, einen Track-Record abliefert und im Prinzip eben auch live die Märkte handelt und eben speziell den Forex-Markt. Ich freue mich ganz besonders, dass der Henry da ist. Hat halt, wie gesagt, eine sehr, sehr große Maxime. War auch früher bei einem anderen Broker aktiv, also hat halt Brancheneinblicke. Und freue mich, wie gesagt, dass er jetzt bei JFD mit Godmode Trader aktiv ist und hier auch am Start ist. Der nächste Protagonist ist der Andreas Müller. Ich stehe auch auf. Ja. Damit man erstmal sieht, wie groß der Christian Kämmerer in Wirklichkeit ist. Ah ja, genau. Freue mich auf jeden Fall, dass der Andreas mit am Start ist, weil er ist ein Partner von uns. Also besser gesagt, wir haben eine Partnerschaft so rum. Ist das jetzt das Outing, das Coming Out? Nein. Ja, sozusagen mit finanztreff.de. Dort haben wir eine Landingpage im CFD-Bereich erschaffen sozusagen. Schauen Sie mal rein, auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Will ich gerne noch mal vor nachher. Sehr gut. Andreas selber muss man wissen, Bernecker 1977, bekannt im Bereich Trading. Er hat schon gescalpt, da wusste ich noch nicht mal, was das ist, muss ich ehrlich sagen. Also insofern wirklich auch wieder große Markterfahrung. Selber als Trader und Coach aktiv. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist, uns dein Expertenwissen teilhaben lässt. Und du warst im März schon da und hast einen sensationellen Turnaround mit dem Live-Account geschafft. Und ich bin mal gespannt, was da heute rauskommt. Am Ende des Tages zählt die Rendite und einen kleinen Preis gibt es dann auch noch. Aber was das genau sein wird, das werden wir nachher erst verraten. Andreas, ab ins Gefecht. Ich würde dann nachher vielleicht auf dich drauf zukommen, weil du hast einen Trade schon, schon 9:10 Uhr abgefeuert. Und insofern, da haben wir es wieder. Der Herr, ohne Witz, wie wir feststellen durften, bewegt sich im hohen zweistelligen Bereich, was Trades am Tag angeht. Und wir haben jetzt kurz nach 9, 9.15 Uhr und es ist schon ein Trade abgespult worden. Wir schauen uns dann gleich mal an, was das genau war. Ja. Zu meiner Mitte haben wir den Mischo Kamburov aus dem Bereich oder aus dem Hause JFD Brokers. Wir sitzen in Deutschland in Ludwigsburg mit dem JFD Germany Office und dort ist Mischo sozusagen auch
ein großer Bestandteil des Büros. Er ist direkt aus Bulgarien, unserem Head Office, unserem Back Office, hier nach Deutschland gekommen. Schon seit letztem Jahr hier bei uns und ergänzt praktisch heute das Trader-Team mit seiner Expertise. Er ist noch jung, aber erfahren und bissig, was den Markt angeht. Er hat ist seit 2014 bei JFT Brokers, hat diverse Abteilungen durchlaufen und ist, wie gesagt, jetzt auch, ich sag mal, im Spezialbereich der Plattformentwicklung, der Plattformfortschreibung. Das heißt, wir werden bei JFT Brokers ja auch noch weitere Plattformen einführen, neben dem Guidance-Feature, was wir jetzt sozusagen hergestellt haben, dass Sie über Guidance aktiv handeln können. Wir sind der erste Broker, der erste FX- und CFD-Broker, der über Guidance den Handel anbietet. Und es werden weitere Plattformen folgen. Und Micho ist einer der, der sich mit den Plattformen sehr gut auskennt und auch den MetaTrader 4 sehr intensiv nutzt im Eigenhandel, beziehungsweise auch hier mit der Darstellung der verschiedenen Add-ons, die ich Ihnen zeigen werde. Wir sehen mal hier im Background gerade den Screenshot von Jens Klatt, auf den ich gleich zugehen werde. Unsere MetaTrader 4-Plattform. Hier haben wir so einen klassischen Add-on, das ist der Mini-Terminal, wo Sie praktisch mit einem Klick verschiedene Order-Funktionen in Sachen, Sie haben gleich die Size, Sie haben den Take-Profit, Sie haben den Stop-Loss, alles gleich vorgefertigt abfeuern können. Und auch der Jens hat gerade schon eine Order laufen, insofern gehe ich dann auch gleich mal zum Jens über. Jens Klatt, auch dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff, bleib ruhig sitzen, der ist schon wieder aktiv am Markt. Jens Klatt ja auch bekannt schon seit langem. In seiner Funktion als Research-Experte, aber auch Händler. Er selbst hat vor kurzem seine eigene Firma gegründet im Bereich Coaching, Jens Klatt Trading. Und auch mit Jens haben wir eine Partnerschaft, insofern, dass er uns bei JFT Brokers im Research-Bereich unterstützt und wir sozusagen eine Kooperation begonnen haben, um hier einen gemeinsamen Weg des Erfolgs zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir mit Jens gewonnen haben für uns und dass der Jens heute hier ist, weil auch er hat eine große Markterfahrung, das werden wir heute kennenlernen. Und übrigens, wer daran teilhaben will, ich sprach vorhin von dem JFT-Desktop, den wir haben, jeden Tag 10.30 Uhr gibt es ein Morning-Meeting, wo der Jens circa 45, ich sag mal eher meistens eine Stunde plus, über die Märkte redet. Exactly. Hier auch übrigens da oben die URL, meine lieben Zuschauer, goguidance.com/raute-c-jft-brokers. Das ist unser JFD-Desktop. Jens, vielleicht gehst du kurz mal nach unten. Ein Stück weit, dass wir den Kundenservice, weil das Bild ist ein Stück weit, genau. Ja, ich sehe es schon, genau. Da gehen wir mal rüber. Das ist unser JFD-Desktop, wo wir praktisch jeden Tag einen Livestream haben. Live-Trading TV heißt das Ganze. Dort wird der Jens, oder tätigt Jens jeden Tag 10.30 Uhr seine Live-Streamings. Ich selbst habe meinen JFD-Devisenradar, wo ich jeden Tag den Devisenmarkt unter die Lupe nehme. Und untertags streuen wir hin und wieder Index-Analysen ein, die wir per Livestream auf diesen Desktop kostenfrei zur Verfügung stellen. Und hier rechts unten, Kundenservice, haben wir sozusagen unsere Chatbox, wo Sie, wie gesagt, Fragen stellen können, wo Sie mit uns in Kontakt treten können. Das nicht nur heute, sondern jeden Tag. Und unser Kundenservice von JFT Brokers, ich bzw. der Jens, sind hier immer online und versorgen Sie praktisch mit Inhalten bzw. klären Ihre Fragen auf. Das ist ein bisschen hilflos gerade aus. Das hat damit zu tun, dass der Monitor eine relativ große Auflösung hat. Ich würde ja rüber scrollen, aber so ist es. Ich mache das hier parallel auf dem anderen. So ist es. Also es ist, wie gesagt, eine kleine Auflösungsgeschichte, weil der Monitor gerade das Bild nicht ganz raufbringt auf die Website, soll uns aber gerade nicht stören. Sie haben ja genau gesehen, hier rechts unten auf dem JFD-Desktop geht es zur Sache. Da oben ist Go Guidance, das ist die Adresse, wie gesagt. Schauen Sie das mal an. Guidance, wie gesagt, eine Plattform aus dem Hause Gottmore Trader in Sachen Charting Research Tool. Sie können sich dort ihr eigenes Trading-Cockpit bauen. Schauen Sie sich das mal genauer an. Da wird der Henry auch nochmal direkt drauf eingehen, weil Sie können über Guidance, wie gesagt, mittlerweile handeln und eben auch Ihre Orders verwalten und das eben alles synchron. Weil nämlich der MetaTrader selbst mit Guidance gekoppelt ist. Das heißt, eine Order aus Guidance oder eine Order aus dem MetaTrader 4 ist synchron auf beiden Plattformen zu sehen. Sie brauchen keine verschiedenen Logins. Das funktioniert alles sozusagen gespiegelt. Und das werden wir auch so weiter fortsetzen, dass wir praktisch einen Account haben und viele, viele Plattformen bzw. ergänzende Plattformen, die jedem Trader dann praktisch sein Leben erleichtern sollen. Zu meiner Rechten müsste eigentlich Markus Gabel sitzen, der wahrscheinlich noch auf dem Wege ist, seine Remote-Verbindung zu connecten. Da gibt es ein kleines Problem. Er hat praktisch die Funktion, dass er auf einem VPS-Server arbeitet mit seinem Software-Tools. Das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, aber da gibt es wohl gerade Login-Probleme. Mir wurde gerade getwittert, er liest das große Buch der Markttechnik. Ach, er liest das große Buch. Okay, dann gibt er sich so einen kleinen Rekurs, einen kleinen Refresh, damit er hier vom Leder lassen kann. Der Markus Gabel, genau, gutes Stichwort, ist ja praktisch so ein Stück weit mit Markttechnik verbandelt. Also Markttechnik und Markus Gabel ist ja eins, wobei es jetzt Doho heißt.
Also er hat auch hier mit dem Agena Trader übrigens eine Verbindung geschaffen, um Markttechnik ein Stück weit zu automatisieren und eben nicht dem diskretionären Impulsen auszusetzen, sondern nach Parametern, nach strikten algorithmischen Parametern die Markttechnik anzuwenden. Und das würde uns auch heute zeigen, denn der Agena Trader, meine lieben Zuschauer, das haben wir schon häufiger gesagt, ist ein Tool, was wir auf jeden Fall auch mit ins Haus holen wollen, weil wir davon ausgehen, dass der Agena Trader oder eben Plattformen, die dem Trader helfen, nach vorne zu gehen, wichtig sind. Und der Agena Trader ist eine Plattform, die wir durchaus als zweckmäßig achten für den eigenen Trading-Erfolg, weil eben viele Algorithmen einem helfen, die eigene Disziplin unter Kontrolle zu halten, die Setups zu finden und dergleichen. Insofern ist es eine hochinteressante Sache. Markus Gabel, ganz kurz bekannt, wie gesagt, aus dem Hause Gottmor Trader, hat einen eigenen Trading-Service, hatte deswegen, weil er jetzt seine eigenen Weg gegangen ist im Sinne einer Händlertätigkeit bei Born, Stahl, Berg und Partner, genau, mit Sitz in Schweiz, das war der Gedanke. Und dort handelt er aktiv größere Konten. Und bei ihm ist es eine interessante Geschichte, dass, wie viele von uns auch, aus dem autodidaktischen Bereich seinen Weg in den Märkte gefunden hat und jetzt tatsächlich vom, ich sag mal, Angestelltenverhältnis über eine eigene Ausbildung dahin gekommen ist, eine Vermögensverwaltung zu betreten und eben jetzt tatsächlich einen großen Account zu handeln. Also ich meine, das ist für viele vielleicht ein Traum. Markus Gabel hat es realisiert mit eiserner Disziplin und eben dem Erfolg, den er hat, dass er praktisch einfach seine Systeme, seine Anwendung umsetzt, so wie es jeder tun sollte. Und im Prinzip ist er ein gutes Beispiel dafür, dass man eben auch als Quereinsteiger in dieser Branche vom, von einem, der sich für die Märkte interessiert, das Blut geleckt hat, dann praktisch wirklich den Weg geht in einer eigenen Ausbildung, mit einem eigenen Service, mit Coaching, was er im Prinzip jetzt auch über sein Gabeltrading anbietet. Da wird er nachher wahrscheinlich auch was zu sagen. Das heißt, dort gibt es individuelles Coaching, damit er seine Inhalte weitergeben kann. Aber über diesen Weg hat er praktisch den Weg in eine eigene Händlerfunktion gefunden. Und das ist schon bemerkenswert, wie ich finde. Und das sollte man auch hervorheben. Übrigens, der Jens Klatt hat auch im Vermögensverwaltungsbereich seine Tätigkeit. Sie sehen, hier sind viele Leute, die tatsächlich auch mit dem Markt im Einklang stehen und das tagtäglich. Und daran wollen wir heute jetzt mal ein Stück teilhaben lassen. Ich würde mal die Runde gehen und mal schauen, wer von Ihnen hier aktiv ist. Und ich denke, Kollege Andreas hat hier uns was zu darbieten. Wir würden mal auf Andreas umschalten, vielleicht auf dem Bildschirm. Jens ist gerade leicht im Profit, das ist gut. Aber sag uns doch mal, was du hier gemacht hast bisher. Ja, der Monitor kommt gleich. Ich habe gerade zugeschaltet. Also, das wird jetzt wirklich den Trader hin und her geswitcht. Und Christian muss das Ganze koordinieren. Hat quasi eine sehr wichtige Funktion. Ja, sag das mal. Ach, danke schön. Die wichtigste Aufgabe. Ja. Ich habe im MetaTrader einen ganz einfachen Chart einfach hier vorliegen. Ich handle nach sehr einfachen Mustern. Das heißt, bei mir gibt es nicht ganz viele Indikatoren oder volumenbasierte Geschichten und so weiter, was man öfters liest. Ich denke, dass das Trading einfach sein muss, dann wird es auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, weil wenn viele Marktteilnehmer auf Charts und Chartgelegenheiten schauen, dann entsteht dort Volumen. Wo Volumen entsteht, entsteht auch eine Bewegung, wenn das Volumen in den Markt drängt und gleichzeitig zur Tür möchte sozusagen. Und dann kann man in diesen Bereichen sicherlich ein paar Punkte verdienen. Und das ist auch mein Ziel. Also ich möchte nicht als Trader das Tagestief handeln für einen Long Trade oder das Tageshoch für einen Short Trade, sondern ich versuche aus der Marktbewegung heraus ein paar Punkte für mich zu vereinnahmen. Und wenn man diese kleinen Punkte, die sogenannte Eichhörnchenstrategie, ich habe im Vorgarten ein Eichhörnchen, das hat mich vielleicht dazu animiert, so zu handeln, zusammenaddiert, kommt am Tagesende auch ein ganz guter Betrag heraus. So habe ich auch 9 Uhr begonnen, den Markt zu analysieren. Und um das einmal nachzuvollziehen, habe ich den ursprünglichen Chart, also das Chartbild, was ich zur Vorbereitung des Handelstages nutze, hier noch einmal aufgezoomt. Das ist der Stundenchart, wie man erkennt, H1. Und in diesem Stundenchart schaue ich, was passiert denn hier. Also es gibt tiefere Tiefs, wie man erkennen konnte, gestern Nachmittag. Und deswegen handelt es sich hier um einen Abwärtstrend, den ich auch gar nicht extrem sauber einzeichnen muss, sondern den ich durch eine Linie nur visualisiere. Habe ich hier ganz einfach getan. Man kann die noch etwas deutlicher, ja, so ungefähr. Kommt nicht auf den einzelnen Punkt drauf an, es ist nur eine Orientierung für mich. Und hier sehe ich, dass wir im Stundenchart quasi uns in einer Abwärtsbewegung befinden. Die Aufwärtsbewegung wäre vollzogen, wenn der DAX in dem Bereich nach oben gehen würde. Er hat aber hier eröffnet bei 30 ungefähr.
etwa genau an der Linie, also 10.430. Man sagt im kurzfristigen Bereich eher nur die hinteren Stellen an. Und hat danach, hier hat er eröffnet, ist danach nach unten gelaufen. Ja, hier war das. Ich muss auf einen kurzfristigen Chart umschalten, habe den Trade aber auch gescreent. Insofern kann ich Ihnen jetzt hier anzeigen. Ich öffne das Ganze nochmal mit Paint, damit wir in die Vergangenheit reisen können, um den Trade noch einmal zu sehen. Ich bin sozusagen hier long gegangen, an dieser Stelle im DAX. Das war 10.419 ungefähr, weil das auch die Bewegung war, die wir gestern Abend im Tief abends nochmal gesehen haben, kurz vor Closing, und die wir als Spitze am Nachmittag gesehen hatten. Ja? Also das sah man nach Xetra, war diese Marke relevant für mich. Also bin ich hier long gegangen, habe den Stopp unter die letzten Candles des Vorabends gelegt. Und mein Ziel war schlicht und ergreifend, dass der Markt sich noch einmal in Richtung dieses eingezeichneten Abwärtstrends im Stundenchart bewegt. Wie gesagt, der muss nicht ganz sauber eingezeichnet sein, der dient mir nur als grobe Orientierung. Und während der Christian schon die erste Vorstellungsrunde gemacht hat, ist der Markt dann auch tatsächlich nach oben gelaufen. Der Stopp wurde nicht getriggert und der Trade wurde letzten Endes an dieser Linie ausgeführt bei 10.432. Schaue ich nachher nochmal in der Historie nach. Und wie wir jetzt sehen, war das ungefähr der Punkt hier. Ich schalte auch wieder auf den 5-Minuten-Chart um, um hier mehr zu sehen. Ich muss das Ganze im MetaTrader adjustieren. Und hier sieht man dann ganz klar, dass der Ausstieg sehr gut war, weil der Markt kurz danach sogar ein neues Tagestief markierte. Und an diesem Tagestief ist, glaube ich, Jens Klatt eingestiegen, beziehungsweise hatte eine Idee, wie man das Tagestief handeln kann. Und vielleicht gebe ich nach dem Vorzeigen dieses ersten Trades des Tages bei den IB-Dates das Wort einfach weiter an den Kollegen. Jens, ja, wenn du magst. Ansonsten ja, zurück ja an den Moderator. Okay, bin ich online? Das ist ja wunderbar. Also der Jens, wie gesagt, hackt schon hier in die Tasten. Wir können dann gleich nochmal den Monitor vom Jens nochmal live schalten. Danke für den Anfang. Und es wundert mich nicht, dass Mr. Scalper sozusagen gleich den ersten Trade abgefeuert hat. Ich habe jetzt gerade was in dem Guidance Desk gelesen. War es ein Profit oder ein Break-Even-Trade? Profit. Profit. Hat er schon wieder abgezogen, ja. Wie er schon sagte, wie das Eichhörnchen, jeder hat hier seine eigenen Stile. Sie werden auch sehen, dass der eine im 5-Minuten-Chart handelt, der nächste im 15-Minuten-Chart, wiederum der eine nur im 1-Minuten-Chart unterwegs ist. Das ist, wie gesagt, auch eine sehr, sehr persönliche, individuelle Ausrichtung, die jeder Trader auch für sich finden muss. Welches Timeframe passt eigentlich zu mir? Wie aggressiv kann ich handeln? Und das Wichtigste, wie viel Zeit habe ich eigentlich am Tag, um den Markt wirklich handeln zu können? Ja, es macht ja wenig Sinn, dass ich jeden Tag nur 30 Minuten habe und sagen, in den 30 Minuten muss ich den 1-Minuten-Chart handeln, um eben hier am Markt aktiv zu sein. Das kann langfristig schwierig werden, weil Sie praktisch auch mehr Zeit selbst im 1-Minuten-Chart brauchen, um den Markt, sage ich mal, nach Ihren Setups zu filtern. Und wie gesagt, der Andreas hat uns ja ein schönes Beispiel geliefert, wie er die Märkte sich so unter die Lupe nimmt. Wenn Sie Fragen haben, nochmal www.guidance-jfdbrokers, da können Sie mit uns in Kontakt treten. Ich habe das immer auf meinem Laptop online, wenn Fragen reinkommen. Vorhin kam die Info mit dem Mikrofon, dass wir es ein Stück lauter machen sollen. Genauso muss das sein, dass wir hier praktisch ein Stück weit interaktiv agieren können. Jetzt ist auch der Markus da, Markus Gabel. Ich hatte vorhin ja schon ihm kurz vorgestellt. Markus, du warst leider nicht dabei, hast es nicht gehört. Ich habe ein Lobeslied gesungen dahingehend, dass du es geschafft hast, dein Hobby zum Beruf zu machen. Wie viele von uns, aber eben auch bei dir, in eine Vermögensverwaltung überzugehen und tatsächlich jetzt auch entsprechende Size zu handeln und kein Private Account, sondern eben Vermögen anderer Leute zu managen. Und das ist, wie gesagt, ein Weg, den vielleicht viele gehen wollen. Markus hat es gezeigt, dass es funktioniert und das hat auch keine 10 Jahre gebraucht. Das ging relativ schnell. Faktisch ist aber, dass du viel Disziplin dafür brauchtest, um es eben zu machen. Und da Hut ab an dieser Stelle. Viele scheitern eben genau an dem Punkt, Disziplin zu haben, sei es jetzt im Lernen fürs Trading oder auch beim Trading das umzusetzen. Ich rede vielleicht schon wieder viel zu viel. Jens, wie sieht's aus bei dir? Bist du online? Bist du bereit? Willst du kurz mal auf den Markt eingehen? Genau, dann gebe ich das Wort an Jens. Und wie gesagt, 10.30 Uhr jeden Tag, tägliches Morning Meeting. Da können Sie den Jens auch frohlockend jeden Tag folgen. Okay, du hast das Mikro. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was man denn hier so bildtechnisch sieht. Wie gesagt, das verzerrt so ein bisschen. Ich versuche das aber dennoch gut hinzubekommen. Also, das formuliere ich gleich nochmal um, damit man die Idee hinter sieht. Also, wer bei mir jetzt heute früh auf dem Guidance Desktop war oder auch bei mir bei Twitter gefolgt ist, auf meiner Webseite war oder dergleichen, der wird schon gesehen haben und auch gestern schon gesehen haben,
Kurz einen Augenblick mal. 25. Bin sofort da. So, der DAX, der macht jetzt genau das, was ich eigentlich von ihm mir schon initial gewünscht hätte. Ich habe zwischenzeitlich die Hälfte der Position ausgescaled. Warum, wieso, weshalb, das werde ich gleich thematisieren. Ich muss mal jetzt aber ganz kurz den Stop managen. Ja, 4,25. So, machen wir die Tagestiefs. 3,87. Durchschnittspreis ist 4,20. Okay. Und zwar, also, ich hatte in meiner Analyse für den heutigen Tag geschrieben, dass ich tendenziell, das kann man aus der Headline eigentlich schon sehen, ich mache mal ganz kurz hier den Guidance-Desktop auf, beziehungsweise ich mache mal meinen auf, so. Also, man kann hier schon sehen, in der Analyse, Wochentiefs um 10.300 Punkte am Mittwoch im Fokus. Ich war ein bisschen überrascht am Montag, als ich gesehen habe, wie der US-Markt die Schwäche von Freitag wieder zurückgeholt hat oder also aufgeholt hat. Und gestern ist das dann mehr oder minder wieder in Luft, hat sich das aufgelöst. Und der DAX hat infolgedessen eine relativ choppige Action halt produziert, ist aber jetzt nicht signifikant zurückgelaufen in Richtung der Jahreshoch, sondern ist halt im Bereich so um 10.500 Punkten, sage ich jetzt mal ganz plump gesprochen, so ein wenig verreckt. Und ich habe daraus Schwäche gelesen, das sehe ich auch ausgehend von dem Bild, jetzt mal ganz kurz hier, wenn man sich die Stunde betrachtet, das ist ein relativ deutliches Signal, was der Markt hier eigentlich fabriziert, glaube ich. Also hier dieser Schwächeanfall, so nenne ich ihn mal, von letzten Freitag, dann diese Gegenbewegung am Montag und jetzt fängt der Markt halt hier an, in diesem Rücklauf mehr oder minder an der Struktur fallender Hochs und fallender Tiefs zu arbeiten. Und meine Grundidee war jetzt halt gestern bzw. heute, ist die, dass ich versuche, einen Bruch hier auf der Unterseite dieser Tiefs zu antizipieren, vorwegzunehmen und dann darauf zu zielen, dass im großen Bild. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil so sieht mein Chart eigentlich gar nicht aus. Kurzen Augenblick. Also, ich nehme mal hier die ganzen Linien raus, die ich nicht brauche. Dass wir dann im großen Bild, und da kann man auch sehen, ich habe da vorsichtshalber schon mal einen Take-Profit reingelegt. Ja, warum lege ich den da rein? Ganz kurz mal so rein technisch. Normalerweise ist es so, dass ich das der Price-Action anpasse. Der Markt, der ist aktuell unfassbar dünn. Und wir haben, ich glaube, nicht selten in verschiedenen Assets halt so sogenannte kleine Flash-Crashs zu sehen bekommen. Man könnte das als so eine Art, ich sag mal, Abfischlimit formulieren. Ja? Ich stelle das einfach da rein, ich lasse es da liegen. Ich würde es dann anpassen, wenn diese Region tatsächlich in den Fokus rücken würde. Aber gesetzt dem Fall, dass der Markt plötzlich einfach so einen Spike nach unten produziert, liege ich halt mit einer Order im Markt und habe dann ja mehr oder weniger so ein Fischerlimit da drin liegen. Und das, wie gesagt, auf einem relativ weit entfernten Niveau. Wir reden jetzt an der Stelle hier von, in dem Fall, einer Intraday-Bewegung von rund 300 Punkten. Also nur ganz kurz das zur Erklärung. Das ist halt die Idee, dass ich darauf spekuliere, dass wir diesen Bereich hier anlaufen. Um diese Tiefs, das sind die Tiefs aus dem August in der Tat, das sind die August-Tiefs, zwischen 10.070 und 10.100 Punkten. Okay, und so jetzt zurück zum Setup. Also ich sehe diese Struktur, die sich beginnt zu etablieren, ich sehe diese Schwäche, dass der Markt nicht in der Lage ist, eben hier dann signifikant neuere oder höhere Hochs zu markieren. Der US-Markt ist gestern, wie gesagt, wieder stärker unter Druck geraten. So, und jetzt habe ich dann ausgehend hiervon ein relativ simples Setup. Ich gucke mir einfach das Hoch und das Tief in einem Zeitfenster zwischen 8 und 9.05 Uhr an. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum 9.05 Uhr? Das hat damit zu tun, das hat man auch heute früh gesehen, wenn man sich die 9 Uhr Kerze anguckt. Der Markt, der spiket einfach sehr, sehr gerne rauf und runter, ohne irgendwelche signifikanten Bewegungen zu fabrizieren. Das hat auch damit zu tun, dass halt da die Kasse eröffnet, also Xetra eröffnet. Und der Xetra-Handel, ja, beschränkt ist zwischen 9 und 17.30 Uhr. Und wenn jetzt diese ganzen Informationen in den Markt hineinpressen, dann kommt es eben häufig, auch in diesem dünnen Marktumfeld, zu erratischen Ausschlägen auf der auf der Unterseite, wo ich dann nicht unbedingt mich positionieren möchte. Das heißt also, ich warte diese Kerze erstmal ab und dann gucke ich mir zwischen 8 und 9.05 Uhr das Hoch und das Tief an. Also klassische Open-Range-Betrachtung, geht zurück auf Toby Crable, also ich habe es nicht erfunden oder dergleichen, der hat da schon in den 70er, 80er Jahren drüber geschrieben. Es dient aber der Orientierung eben entsprechend im Markt sehr, sehr gut. Für mich in Türkis wird man sich fragen, was ist das? Das ist mein Kassa Open, das ist der erste Tick um 9 Uhr gewesen. Auch hier einfach nur der Orientierung willen. Jetzt ist dann eben der Gedanke der, dass ich sage, ich trade jetzt Breaks aus dieser Open Range auf der Unterseite, weil die mich dominierende Zeitebene an dieser Stelle hier die Stunde, weil ich hier zu dem Schluss gekommen bin, dass ich hier den Vorteil eher auf der Short-Seite sehe. Das Setup, was ich jetzt basierend darauf dann formuliere, das sieht wie folgt aus. Das mache ich mal hier mit dem Editor. Also Open Range. OR kürze ich das mal ab, ist dann 10.405
444. Das ist die Open Range. Und jetzt ist das Setup folgendes. Ich shorte den Markt auf der 407. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum 407? Nochmal. Das hatte gerade auch der Bernecker 1977 ja schon gesagt. Der Markt, der hat hier so potenzielle Action-Level. Und nochmal, das Marktumfeld ist weiterhin relativ dünn. Das bedeutet, ich möchte durch diesen etwas höheren Entry einfach schon mal sogenannter Slippage vorbeugen. Das ist jetzt bei einem Broker wie FXCM, wo ich hier ein relativ großes Konto eben handle, ist das kein Problem. Auch nicht im DAX tatsächlich. Was habe ich gesagt? Habe ich FXCM gesagt? Ja, okay, also JFD, wie komme ich denn auf FXCM? Ja? Es war einfach im Reden. Ist das hier, ist das Raum 7? Nee, ist Raum 6, ne? Okay, der Kaffee, du hast noch keinen Kaffee getrunken. Ich habe noch keinen Kaffee. Okay, also JFD auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, JFD Brokers hat halt keine Probleme mit der Liquidität, weil da einfach ein riesengroßer Pool an Liquiditätsanbietern im Hintergrund sitzt und deswegen ist Slippage kein großes Problem. Also, ich möchte das wirklich auch mal herausstellen, was erwähnenswert ist. Wenn du ein größeres Volumen im Markt bewegst, dann bist du von vielen Brokern das einfach gewöhnt, dass du eine potenziell schlechtere Ausführung kriegst, besonders in solchen Bereichen, Action-Leveln eben. Und jetzt in dem Fall ist es bei JFD halt kein Problem. Nichtsdestotrotz, ich antizipiere das trotzdem oder versuche es zu antizipieren und zu vermeiden. Wie gesagt, 407, habe dann eben 2 Punkte höher den Fill, den Entry gelegt. Ziel, nochmal ohne Take-Profit erstmal, für eine ganz klassische Chance-Risiko-Betrachtung, CRV, ja, ist an der Stelle dann folglich, ich schreibe das mal hier hinter, Risiko wären 38 Punkte. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch, aber das Problem ist, dass das Trading meiner Erfahrung nach genau das eben tatsächlich ist. Diese Betrachtung einfach essentiell ist. So, das bedeutet also, ich habe hier eine Chance von 57 Punkten, die ich erstmal ausgehend von den Vortagestiefs anvisiere. Ja, das ist aber nur eine rein fiktive Orientierung erstmal. Also man hat gerade schon gesehen, ich gehe eigentlich für tiefere Kurse an dieser Stelle. Da sind wir im Bereich um 10,350, Pi mal Daumen. Also 57 Punkte Chance bei einem Stop, den ich über den Tageshochs platziert habe, bei 4,44 bzw. 4,45 an dieser Stelle, also Geldbriefkurs damit reingerechnet, den Spread mit eingerechnet, am 38 Punkte Risiko, dann hast du ein Chance-Risiko-Verhältnis von eben 57 zu 38, das sind rund 1,5 zu 1, so ziemlich genau 1,5 zu 1. Aber nochmal, ohne Take-Profit, also ich brauche für mein Trading, das weiß ich ausgehend von meinen Aufzeichnungen, ich brauche ein höheres Chance-Risiko-Verhältnis bzw. ein höheres Payoff, aber ich habe auch, wie gesagt, kein Take-Profit auf diesem Level liegen. Das bedeutet, ich nehme das nur als Orientierung, ob das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine intelligente Wette ist. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Und jetzt habe ich dieses Setup abgedrückt, der Markt, der, zack, geht eben hier, dann durch diese Tiefs durch, ja, nimmt so einen kurzen Schluck aus der Pulle und dreht dann entsprechend zurück in Richtung dieser türkisfarbenen Linie, Richtung des Kassa-Opens. Das ist natürlich nicht das, was du sehen willst. Was du sehen willst, ist, dass der Markt diese Tiefs anläuft, diese Tiefs bricht und dann richtig anfängt, mit Schmackes Dynamik auf der Unterseite aufzubauen. Der Markt gibt dir an der Stelle ein Feedback und er gibt mir ein Feedback an dieser Stelle. Er sagt, na, ich will noch nicht runter. Und jetzt ist es dann eben entsprechend so, dass es meine Aufgabe ist, da ich noch im Risiko stehe, dieses Risiko eben möglichst adäquat zu managen. Und was ich jetzt gemacht habe schon zwischenzeitlich, ist folgendes, auf diese Gegenbewegung, als der Markt hier dieses Momentum nicht aufnimmt, habe ich einen sogenannten Scale-Out auf die Wege gebracht. So, der Scale-Out, der macht etwas ganz Interessantes. Also in den Ausbildungsinhalten, die ich auch den Leuten in meiner Ausbildung halt zum Beispiel vermittle, es geht am Ende ja um Folgendes. Ich versuche, große durchschnittliche Gewinner zu produzieren und kleine durchschnittliche Verlierer. Und das, der Quotient aus diesem Ganzen, das nennt man Payoff Ratio. So, und das bedeutet also, wenn ich diesen Nenner klein kriege, ich schreibe das mal ganz kurz hier auf, also Payoff Ratio, wenn ich diesen Nenner klein bekomme, durch durchschnittlicher Gewinn geteilt durch durchschnittlicher Verlust. Wenn ich diesen Teil hier kleiner bekomme, dann bedeutet das im Umkehrschluss nichts anderes, als dass dieses Payoff-Ratio größer wird. Wer gestern vielleicht meinem Vortrag hier im englischsprachigen Raum gefolgt ist, der hat gesehen, dass dieses Payoff-Ratio da im Zusammenhang mit dem sogenannten Risk of Ruin eine Rolle gespielt hat, also das Risiko, bankrott zu gehen. Das ist jetzt nicht das Ziel eines Traders, sein Konto vorüber anzufahren. Es ist das Ziel, möglichst dieses Risiko so klein wie möglich zu halten. Und dieses Payoff-Ratio und das Risk of Ruin, das spielen direkt miteinander zusammen. Oder anders, wenn das Payoff-Ratio groß ist, ist das Risk of Ruin möglichst, oder nicht möglichst klein, sondern es ist klein. Also das ist eine entsprechende
ich sag mal, antiproportionale Verhältnismäßigkeit. So, und jetzt passiert Folgendes. Wenn ich den Scale-Out fabriziere, man sieht ja hier, das initiale Risiko lag bei 38 Punkten. Wenn ich den Scale-Out hier produziere, dann bedeutet das im Umkehrschluss, ich nehme die Hälfte der Position raus, weil der Markt mir das Feedback gibt, er will nicht tiefer. Und jetzt passiert dann Folgendes, und zwar der Scale-Out, der ist erfolgt. Ich gehe mal ganz kurz in dem Zusammenhang in die Kontohistorie. Hier unten. Der Scale-Out ist da erfolgt zu 10,4,23,80. Das bedeutet, wir runden das mal auf, damit wir es einfach rechnen können. 4,24, da habe ich die Hälfte der Position rausgenommen. Scale-Out, Hälfte bei 10,4,24. Sprich, Risiko oder sprich, das Risiko vermindert sich dann an dieser Stelle. Ja? Denn ich hatte ein Initialrisiko von an der Stelle 38 Punkten, habe die Hälfte jetzt aber nach minus 17 Punkten rausgenommen. Das bedeutet, ich habe hier 0,5 mal 17 plus 38 bzw. 0,5 mal 38. Das ist auch sofort klar, ja, weil ja nur noch die Hälfte der Positionen dabei ist. Also es sind ja nur noch, es ist nur noch die Hälfte im Markt jetzt an dieser Stelle. Und das bedeutet dann etwas anders. Ich setze jetzt mal keine Klammern. Also ich hoffe, dass ihr in der vierten Klasse alle gut aufgepasst habt. Also alle, die hier zuhören. Ja, Punktrechnung geht immer vor Strichrechnung. Das bedeutet also 0,5 mal 17 wird zuerst gerechnet. Und das bedeutet an dieser Stelle 8,5 plus 19. Und jetzt haben wir dann plötzlich ein Restrisiko auf den Trade. Wenn ich jetzt ausgestoppt würde von nur noch 27,5 Punkten. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, macht das den großen Unterschied, diese 10 Punkte? Man muss Folgendes betrachten, wir haben ja nicht nur einen Trade, den wir in diesem Jahr machen, sondern wir haben viele Trades. Und wenn mir das, sagen wir mal, da kann man dann anfangen, eben Kalkulationen zu zeigen, was einem jetzt gelingt an dieser Stelle, ist Folgendes, dass man die Equity-Kurve glättet. Durch diesen Scale-Out gelingt es mir einerseits, dieses Payoff-Ratio zu vergrößern. Das bedeutet also, mein Risiko mit meinem Trading bankrott zu gehen, deutlich zu minimieren. Was mir noch gelingt ist, und das ist natürlich für jemanden, der dann auch Gelder für andere verwaltet, da wird Markus mir zustimmen, was wichtig ist, ist, Drawdowns klein zu halten. Also nicht nur, dass Kundengelder eine besondere Obacht erfordern, sondern es ist auch so, dass Kunden nicht sehen wollen, dass da ein riesengroßes Loch in ihrem Konto plötzlich ist, wo ich dann, weiß ich nicht, die Hälfte verliere und erstmal 100% zurückgewinnen muss, um dieses Konto wieder auf die Ausgangsniveaus auf jeden Fall zu bringen. Ganz zu schweigen. Jens, ja. Ganz richtig. Wunderbar. Dann ganz kurz, wir haben zwei andere Trades noch laufen gerade. Perfekte Vorgehensweise, sage ich mal, dass du mit dem Scale-Out da einsteigst. Ich sag mal, jetzt läuft es ja auch genau wieder in die Richtung, wo du es dir auch vorgestellt hast. Toi, toi, toi. Ja. Daumen drücken. Ich muss dich kurz ausbremsen, Jens. Wir haben nämlich drüben im FX-Bereich direkt schon mehrere Orders im Markt. Eine läuft sogar und unser Scalping-Man Andreas, Bernecker 1977, das wäre dann praktisch hier unser Andreas. Da können wir vielleicht mal den Desktop nochmal online schalten. Hat schon abgefeuert, wieder mal. Jens, ich komme da nochmal auf dich zurück. Ja, ja, ich bin ja hier noch ein paar Stunden. Kleine Überleitung. Man weiß ja auch, dass der Jens Webinare gibt und quasi Vorträge hält. Und da hat er sich vielleicht diesen Slot auf eine Stunde jetzt erstmal zurechtgeschraubt und hat gedacht, er kommt heute nochmal zu Wort. Und, ja, nein. Das darf ich auch mal was sagen. Nee, alles gut. Also ist hochinteressant. Aber zwischendurch beim Live-Trading vielleicht ein paar Trades einstreuen von uns. Der Markt bewegt sich ja weiter fort. Der wartet ja nicht darauf, dass jemand zu Wort sich meldet. Wie man hier sieht, habe ich mittlerweile schon auf den Minutenchart umgeschaltet, damit man die Bewegung einfach besser wahrnehmen kann. Und rücke auch näher ans Mikro heran. Vielen Dank für den Hinweis aus dem Publikum. Also ich habe auch auf meinem Facebook-Kanal, facebook.com/bernecker1977, dokumentiert, was hier läuft und bin da im Austausch mit allen. Freue mich, wenn ihr mich da besucht. Der Markt hat, wie Jens es richtig gesagt hat, ein neues Tagestief gebildet, also ganz kurz ein Tagestief, dann nochmal auf die 10.422 hoch und dann dynamisch mit zwei großen Kerzen ist er nach unten gebrochen. Ja, wie habe ich darauf geantwortet als Trader, weil man kann nur reagieren auf den Markt. Ich habe mir in Erinnerung gerufen, dass das Xetra-Tief gestern bei 10.385 etwa lag. Und habe wieder Screenshots davon gemacht, damit man das Ganze nachvollziehen kann. So, wenn ich jetzt also das Ganze ein bisschen kleiner ziehe für den Monitor, sieht man, dass ich beim Durchbruch erstmal abgewartet habe, wie hoch die Dynamik ist und bin dann in etwa beim Tagestief Xetra von gestern long gegangen. Meinen normalen Stopp, den ich verwende, meinen Initial
Naja, der englische Stopp, Verluststopp, 20, 25 Punkte. Beim Broker JFD, das weiß ich zumindest, wird immer automatisch eingestellt. Bin also hier long gegangen mit dem Szenario, dass wir nochmal auf dieses Ausbruchslevel im Minutenchart quasi zurücklaufen. Und wenn ich jetzt den Chart aufmache, wie er aktuell gelaufen ist, sieht man, er ist auf diese 403 nochmal gelaufen. Dort bin ich rausgegangen. Und dann hat der Markt ein neues Tagestief gebildet. Insgesamt kann man hier sagen, sind wir immer noch im Abwärtstrend, ganz klar. Das kann man auch im Minutenchart sich anzeigen lassen. Ich hatte es ja beim ersten Trade im Stundenchart gezeigt, aber es geht auch in kleineren Zeiteinheiten. Solange wir keine höheren Hochs ausbilden und immer tiefere Tiefs, ist es ein Abwärtstrend. Und lasst euch nicht verunsichern, wenn ich hier auch mal in die Hand aufhalte und Long quasi einstelle als Order. Das hat nichts mit Mut oder Verwegenheit zu tun, sondern das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass in größeren Einheiten dort eine kleine Unterstützung war. Die habe ich genutzt. Profitabel. Aus dem Publikum kommt eine Frage, die muss ich gleich mal bewerten. Ja, eine Frage. Also hier gerne. Ist der Einstieg beim Zetra-Tief vom letzten Tag. Ja. Long. Ja. Was beeinflusst den Ausstieg? Der Ausstieg war... bin ich ausgestiegen im Endeffekt, weil wir hatten ja hier am Morgen 8 Uhr noch was bei 400 schon das erste Tief, dann auf selber Höhe nochmal ein Tief und dann ist es in der Regel so, oder Regeln gibt es an der Börse wenige, dass wenn es nochmal dynamisch durchbrochen wird, dieses Tief und stabilisiert sich nach vielleicht 10, 20 Punkten, dass wir nochmal dieses Niveau sehen, weil auf diesem Niveau Marktteilnehmer ein Limit liegen haben, dass sie auf den Trend aufspringen wollen. Also nicht jeder arbeitet mit Stop-Loss. Gerade die großen Orders, die großen Marktakteure arbeiten mit Stop-Limit. Das heißt, es wird ein Stop getriggert bei 10.400 und das Limit wird halt ein Punkt höher oder ein Punkt tiefer gesetzt. Und wenn es eine starke Bewegung gibt, kommt das Limit nicht zur Ausführung am Markt. Das heißt, der Markt läuft nochmal zurück, führt später das Limit aus und dann geht die Reise in Trendrichtung weiter. Insofern hat der Jens Klatt alles richtig gemacht und ich kann gerne wieder übergeben. Danke. Ganz kurz. Kannst du mich kurz... Bin ich da, genau. Wenn wir eine Frage haben, vielleicht dann der sie bekommt, weil wir jetzt das Mikro nicht immer hin und her reichen wollen, das wird dann ein Hin und Her gependelt. Vielleicht, wenn du sie verstanden hast, die Frage nochmal direkt wiederholen. Die Frage war, und dann nochmal. Ja, die Frage war, um es kurz zusammenzufassen, warum ich schon zwei Trades gemacht habe und der Kollege neben mir noch nicht ans Mikro durfte, denn der hat auch einen sehr guten Trade laufen. Ob er sehr gut ist, wissen wir erst, wenn er geschlossen ist. Ja, aber er läuft richtig gut. In der Tat. Also da wird man vielleicht, Henry, wenn du magst, gehen wir vielleicht direkt mal auf den FX-Markt ein. Okay. Nehmen Henry seinen Desktop. Bis jetzt hatten wir ja den DAX im Fokus. DAX bei JFD Brokers, wie gesagt, ja auch hier in der 24-Stunden-Indikation, aber auch Xetra DAX. Und in Kürze werden wir auch hier den Eurex DAX haben, also von 8 bis 22 Uhr handelbar. Geht darum, dass wenn Sie eben sozusagen den Future mehr oder weniger abbilden wollen, Sie das auch machen können. Ich weise auch nochmal darauf hin, wir haben oben in der Bannerleiste hier unsere 60%ige Rabattaktion auf CFDs, auf Index-CFDs. Sie können den DAX jetzt zu 0,10 Cent Half-Turn handeln. Das mal am Rande. Also praktisch DAX-Handel wirklich zu sonderlich guten Konditionen. Genug davon. Hier ist der Chart vom Henry. Ich gebe das Wort direkt mal weiter, was er für eine Idee hatte, was er hier gemacht hat. Und wir sehen erstmal den US-Dollar-Index-Future. Okay. Dann dein Wort. Genau. Was Sie hier sehen, ist der Dollar-Index-Future im 30-Minuten-Chart. Sie sehen also, dass der Dollar gestern ziemlich stark war. Und eigentlich in der asiatischen Sitzung hier nur konsolidiert ist. Die Idee heute Vormittag ist, dass die Europäer diesen starken Trend nicht drehen werden können, sondern wahrscheinlich eher nochmal bis zum Beginn der amerikanischen Sitzung die Hochs hier testen. Was habe ich mir da überlegt? Die einzelnen Paare habe ich mir angeschaut. Wo gibt es vernünftige Setups? Und ich habe wahrscheinlich was im Kiwi-Dollar gefunden. Was interessant ist, kann man das hier vergrößern? Das können wir mal rausmachen. Sie sehen jetzt hier den neuseeländischen Dollar gegen den US-Dollar in Guidance. Sie sehen die gestrige Bewegung gestern sehr schwach und im Prinzip in der Nacht gab es eine Erholung, die in die Nähe dieses Widerstandsbereichs hier der vorherigen Lows rangelaufen ist. Was Sie auch sehen, wenn Sie sich mit Fibonacci-Levels betrachten, ist genau diese letzte Abwärtswelle, die wurde in etwa zu 50% korrigiert in heute Vormittag. Die Wahrscheinlichkeit, dass er also seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt, ist relativ hoch. Und das ist im Prinzip auch meine Spekulation, weswegen ich eine Short-Position im Kiwi-Dollar eingegangen bin.
Kann man das so sehen? Ist das zu klein? Ja. Sie sehen also hier auf 15 Minuten haben Sie auch negative Umkehrkerzen hier gesehen, wo ich dann im Prinzip short gegangen bin. Mit Stop, wie Sie sehen können, knapp unter diesem Widerstandslevel beziehungsweise knapp drüber. Meine Spekulation ist im Prinzip, dass er nochmal hier ranläuft und zumindest hier diese Stops zieht, die hier drunter liegen, bis zum Mittag. Wenn nicht, dann werde ich mit 20 Pips, 18 Pips ausgestoppt. Das ist im Prinzip die Spekulation. Ich schaue natürlich noch andere Setups. Wie gesagt, der Forex-Markt ist heute Vormittag nicht so schnell wie der DAX. Das heißt, die Kollegen, die den DAX handeln hier am Tisch, die haben natürlich erstmal ein bisschen mehr erhöhte Pulsfrequenz. Bei mir ist alles noch relativ ruhig heute Vormittag. Das können sie aber am Nachmittag ändern, wenn die amerikanischen Marktteilnehmer mitmischen. Ja, das war erstmal meine Short-Vorstellung im Kiwi-Dollar. Vielleicht möchte ja der Jens weitermachen, der war ja noch nicht ganz fertig vorhin. Ich habe gerade eben den, jetzt, ja, natürlich. Ich mache mal kurz zu Ende. Ich habe aber noch eine Alternative, weil ich gerade gemerkt habe, das ist eigentlich eine super Möglichkeit, um das ganz kurz mal anzusprechen. Okay, also, das war jetzt die Geschichte zu dem Scale-Out. Ja, jetzt kann man aber hier ja Folgendes erkennen. Also man erkennt ganz offensichtlich, ich habe das Risiko um 10 Punkte reduzieren können. Das bedeutet also, dass wir so Pi mal Daumen ungefähr bei 25-30% weniger Loss sind. Und langfristig ist es tatsächlich so, dass das die Equity-Kurve wirklich glättet. Und da kommen, wie gesagt, viele Faktoren zusammen. Einer ist unter anderem der, dass eben Drawdowns kleiner ausfallen. Jemand, der professionell handelt, der wird wissen, der weiß einfach um diese simple Überlegung zum Beispiel, wenn ich 25% meines Kontos verloren habe, dass ich 33% Rendite machen muss, um eben wieder auf plus minus null erstmal zu kommen, und zwar nach Kommission. Und jetzt ist da natürlich an dieser Stelle die Sache die, wenn ich 25% meines Kontos vor die Wand gefahren habe, dann ist das ja schon mal ein Feedback, und zwar, dass das nicht ganz so solide laufen zu scheinen tut aktuell. So, und das bedeutet also, mit dem Scale-Out gelingt es einfach, genau dieses so in den Griff zu bekommen. Jetzt passiert aber natürlich Folgendes, und das ist sofort so ein initialer Gedanke, der dann auch immer gleich absolut legitim eingeworfen wird. Und zwar, wenn ich da jetzt die Hälfte der Position rausnehme, dann ist doch das Problem, dass ich folglich, wenn der Markt jetzt dann tatsächlich, wie jetzt zum Beispiel gerade, hier unten tiefere Tief machst, naja, dann bin ich aber nur mit der Hälfte der Position dabei. Und da gilt es natürlich dann entsprechend zu intervenieren und nach Möglichkeit genau dem eben entgegenzuwirken. Und das habe ich jetzt an dieser Stelle gemacht. Nachdem der Markt nämlich dann nach dem Scale-Out hier gezeigt hat, dass er tatsächlich doch nochmal tiefere Tiefs machen will, habe ich diese Position jetzt hier ganz in der Nähe meines initialen Einstiegs eben nochmal dazu genommen. Das heißt also, ich bin jetzt genau wieder mit derselben Kontraktzahl dabei wie gerade eben. Mit 20 Kontrakten bin ich hier den DAX Short. Der Durchschnittspreis liegt bei 10.404. Der Stop der ganzen Angelegenheit, den habe ich jetzt hier aggressiv über den Kassa Open nachgezogen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt soll er es machen. Also jetzt soll er zeigen, dass er wirklich auch runter möchte. Der Kassa Open in diesem Zusammenhang auch als Orientierung dahingehend, also dass man sagen kann, wenn wir über den Kassa Open zurücklaufen, dann scheint es sehr wahrscheinlich, dass wir auch nochmal hier den Bereich um die Hochs anlaufen. Das heißt also, dass er dann auch hier, wo ich initial meinen Stop hatte, auch diesen triggern würde. Und auch da gilt es dann eben entsprechend aggressiv vorzugehen, aber dennoch eben ein relevantes Level eben heranzuziehen, ausgehend wovon ich dann sage, ich lasse mich aus dem Markt eben rausnehmen. Jetzt ganz kurz meinerseits, zack, noch eine Kleinigkeit, und zwar, wenn wir das ein bisschen detaillierter betrachten wollen. Ich habe eine Aktion, die habe ich jetzt schon seit ganz langer Zeit, und ich habe festgestellt, dass die super gut ankommt. Und zwar für JFD-Kunden ist das exklusiv eine Sache. Ich mache jetzt genau an diesem Samstag, also das war jetzt Zufall, ich habe das gar nicht vorher getimed gehabt oder irgendwie miteinander abgestimmt, das ist mir nur im Nachgang aufgefallen. An diesem Samstag jetzt, am 17.09. von 10 bis 13 Uhr, da mache ich eine Premium-Session. Das bedeutet, wir beschäftigen uns jetzt zum Beispiel dann auch in der Nachbetrachtung nochmal mit diesem Trade. Aber es besteht auch die Möglichkeit, für Interessenten zum Beispiel Fragen zu ihrem Trading zu stellen. Einfach mal Diskussionen anzustoßen, zu sagen, hier, das war jetzt mein Setup. Was denkst du denn darüber? Also nicht jetzt nur ich, sondern ich habe dann auch mir überlegt, dass man das interaktiv gestaltet. Und zwar mit
mit anderen Teilnehmern dieser Premium-Session, dass man da Gedanken eben zueinander austauscht und dass man sein Trading auf diesem Weg eben nach vorne bringt und dass man Gedanken formuliert, wie könnte man das jetzt verbessern? Also war der Stop vielleicht zu eng gewählt? War der Take-Profit zu optimistisch gewählt oder dergleichen? Es wird Input geben rund um Lehrinhalte, zum Beispiel Techniken wie Scale-Out, jetzt an diesem praktischen Beispiel natürlich wird thematisiert und dergleichen. Und die Zugangsvoraussetzungen sind eben, dass man entweder ein Konto eröffnet mit 10.000 Euro bei JFD, mindestens über Jens K. Trading wäre es an der Stelle, dass man eben über meine Webseite geht. Ich habe eine JFD-Sektion, ich zeige das mal ganz kurz, wo man übrigens auch Informationen rund um JFD insgesamt findet. Ja? Also Transparenz, Integrität hinter den Kulissen, die Post-Trade-Transparenz, also wenn Interesse besteht, ich könnte später auch mal von Montag einen Trade zeigen, wo ich eine Post-Trade-Transparenz habe für einen DAX-Trade, den ich gemacht habe, wo man genau sieht, wo war die Ausführung, um wie viel Uhr, wie schnell war die Ausführung und dergleichen. Es gibt hier, wie gesagt, auch Sektion, ganz kurz und knackig, die Vorteile von JFD eben. Und wenn man hier auf diese Banner klickt, dann wird man auf die Seite weitergeleitet von JFD Brokers, über die man dann das Konto eröffnen könnte. Ich würde aber dennoch rein der Logistik halber vorschlagen, wenn man sich dazu entscheidet, das mitmachen zu wollen, diese Aktion, dass man mir vorher noch eine E-Mail schickt, dass ich dann also E-Mail, die E-Mail-Adresse auf meine Liste setzen kann, dass dann der Link da rausgeht. Also wie gesagt, das ist ein exklusives Event für JFD-Kunden only. Wer sagt, ich möchte erstmal nur reinschnuppern, also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ich möchte ein kleines Konto öffnen und ich will erstmal gucken, ob das was für mich ist, können wir auch überhaupt kein Problem. Also wir können über alles da diesbezüglich diskutieren. Es geht um die Input-Vermittlung an allererster Stelle. Und dass man einfach sagt, ich mache ein kleineres Konto auf, an der Stelle, ich habe 2.000 Euro geschrieben, geht auch 1.000 von mir aus, ja. Ist überhaupt gar kein Problem. Man kann einfach reinschnuppern, guckt sich das an, wenn es dir gefällt. Dann stockst du das Konto auf, dann hat man diesen Zugang eben zu dieser Premium-Session konstant von dort an. Jeden Monat einmal. Wie gesagt, an einem Samstag, das ist auch sicherlich für Berufstätigen vielleicht ganz interessant. Und wenn nicht, fair enough. Also dann habt ihr wenigstens einen Top-Broker gewählt mit JFD und habt ein Konto bei dem. Wie gesagt, die Vorteile auf der Webseite. Also das einfach nur mal so, weil ich jetzt ja auch den Kollegen hier nicht die Sprechzeit wegnehmen möchte. Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen jetzt an der Stelle. Ja? Okay. Micho, bitte. Okay, wir gehen gleich über. Ihr müsst wissen, das ist eben alles ein Stück weit interaktiv. Ich meine, der eine redet mehr, der andere weniger. Man muss natürlich auch sehen, dass die Setups am Markt entweder da sind oder nicht. Ich meine, es ist ja schön, dass sich ein bisschen was tut. Micho, mein Counterpart in Ludwigsburg im Germany Office hat auch direkt eine Pending abgesetzt. Vielleicht können wir auf den Monitor von Micho direkt schalten. US-Dollar-Yen hat er hier im Fokus und wird uns mal erzählen, was seine Idee dahinter ist. Guten Morgen endlich von mir. Dankeschön, Chris, für die schöne Vorstellung. Hier habe ich Forex gehandelt, noch nicht gehandelt, sondern das ist nur noch eine Pending Order. Ich könnte das super schöne 1, 2, 3 Setup einfach nicht vermeiden. Beim US-Dollar, Japan-Yen haben wir diese klassische Trendkanal nach oben von 30 Minuten Chart gesehen. Das sind sehr schöne 1, 2, 3 nach oben eingerichtet. Und hier habe ich ein Pending Buy Stop durch dem Mini-Terminal eingesetzt. Das erfolgt sehr, sehr einfach bei mir und ich benutze es immer, weil ich sehr einfach durch dem Mini-Terminal meine Position-Size immer nach meinem Equity einstellen kann als Prozent. Also ich habe für mich entschieden, 0,5% von meinem Equity zu riskieren und das stelle ich einfach von hier ein und ich kann einfach ein Template, das als Template speichern und immer meine Orders mit demselben Risiko relativ zu meinem Konto-Size machen, weil wenn zum Beispiel man entscheidet, dass er immer Positionen mit 500 Euro riskieren nimmt, mit 500 Euro Risiko macht und dann plötzlich geht sein Konto mit 1.000 oder 2.000 Euro nach unten, dann diese 500 Euro sind relativ mehr zu dem Konto-Size. Deshalb müssen wir immer bei jedem, am besten bei jedem Trade, unser Volumen-Size und unser Risiko relativ zu unserer Equity
sondern nicht Balance einstellen. Bei mir im Moment, also Equity und Balance sind dasselbe Ding, weil ich keine offenen Orders habe, aber wenn ich hätte, dann müsste ich immer Equity wählen. Also wenn ich auch meine Stop-Loss in Pips oder als Fixed Cash Risks oder als Fixed Price einstelle, dann kalkuliert der Mini-Terminal einfach automatisch, was für ein Handelsgröße muss ich haben, und der stellt das automatisch rein. Also ich mache mich keine Gedanken, was für Volumen muss ich eintragen, das macht Mini-Terminal automatisch. Nichts sehr Wichtiges hier zu sagen für die Idee, das ist ganz klar, das ist ein super Trendkanal nach oben, und ich habe gewartet, bis es eine kleine Korrektur gibt, und ich will jetzt wieder in die Bewegung mitspringen, nach oben hoffentlich. Also mein Stopp liegt bei dem letzten Tief, und wenn Sie sich fragen, was die anderen Linien sind, also diese blaue Linie ist mein Pending Order hier, und die rote Linie hier ist mein Stop Loss. Ein Take Profit setze ich nicht, weil meine Idee ist, ein Order immer längst möglich zu behalten, und ich schließe nie eine Order. Ich lasse einfach die Position sich weiterzuentwickeln, und wenn ich im Gewinn bin, mache ich das Gegenteil von was Jens heute Morgen gemacht hat. Ich mache Scale In, sondern nicht Scale Out, damit ich eine exponentielle Gewinnkurve habe, wenn ich gewinne, und eine glatte sozusagen Kurve habe von meinem Equity, wenn ich verliere. Was habe ich auch noch getan, bevor ich diese Trade mache? Ich habe natürlich die Nachrichten direkt durch den MetaTrader 4 Terminal überprüft, und ich habe zwar den JFD Connect Addon benutzt, er wird einfach als noch ein Chart hier eingestellt, und es ist sehr einfach, zwischen meine Charts und die Nachrichten zu switchen, sozusagen, ohne Zeit zu verlieren. Für mich ist sehr wichtig, ohne Druck und ohne mehr nachzudenken, die Entscheidungen zu treffen, weil wenn man den ganzen Tag lang handelt oder wenn man völlig konzentriert sein muss, muss man keine zusätzliche Belastungen haben. Alles muss am einfachsten und am leichtesten sein. Deshalb benutze ich auch das Session Map von JFD Brokers, was mir sehr leicht zeigt, in welcher Session sind wir noch. Also vor eigenen Minuten ist Tokyo Session schon fertig, und jetzt sind wir nur in London Session, das erkennt man sehr leicht von hier, und man weiß schon, dass vielleicht nur ein bisschen weniger Bewegungen geben wird als zwischen 9 und 10 Uhr, und dann wieder haben wir mehr, wenn auch New York eintritt. Das war von mir. Wenn ich kurzfristigere Trades mache, dann beobachte ich auch Tick-Chart manchmal, und zwar Timed Tick Chart, und ich handle manchmal sogar direkt aus Tick Chart, aber vielleicht sehen wir das später, wenn wir einen kurzfristigeren Trade haben. Für jetzt bleibe ich nur beim US-Dollar, Japan-Yen, und ich hoffe, dass mein Pending Order aktiviert wird und gut sich entwickelt. Okay, danke für die Erläuterung, Micho. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, ich kann noch mal darauf hinweisen, dass wir blenden das jetzt gerade mal ein, dass Sie über den JFD-Desktop da fragen können und Anregungen geben können, wer was auch wie immer für Wünsche hat oder auch spezielle Fragen an die Trader. Jens hat auch alles eingeleitet, die Trades laufen noch, wir wollen mal sehen, was geht. Was interessant ist, du bist US-Dollar-Yen-Long eingestellt, Micho.
mit einem Buy-Stop und Henry ist Neuseeland-Dollar, US-Dollar short. Das ist nicht mehr. Ist er gegen dich gelaufen? Ja, ich bin raus mit 6 Pips Verlust. Ja, der ist bei 20 Pips Ziel war es, glaube ich. Ne? Ist das ein erträglicher Verlust, sage ich mal. Das kann man ja hinnehmen. Interessant ist hierbei auch, vielleicht, Micho, kannst du nachher uns mal die Korrelationsmatrix zeigen in Sachen US-Dollar. Wir haben eine Frage gerade an. Ja, schieß los. Ja, ich habe nochmal eine Frage zu dem Scale-In bzw. Scale-Out. Gibt es da irgendwelche festen Größen, an denen man sich orientiert? Also prozentuale Steigerung bzw. Abfälle, oder macht man das nach Gefühl? Nicht nach Gefühl, sondern ich will nicht mehr Risiko reinsetzen, sondern ich will dasselbe Risiko behalten, aber wenn ich schon einen Gewinn versichert habe, ich kann mich leisten, nochmal dasselbe Risiko zu nehmen, und ich lasse das immer rekalkuliert mit dem Mini-Terminal, also die Volumen von den nächsten Orders sind nicht das gleiche, sondern die werden nach der Größe von den Stop-Loss automatisch rekalkuliert von den Mini-Terminal. Also die bleiben als prozentuelle Risiko das gleiche, aber die werden immer rekalkuliert. Also zum Beispiel jetzt mein Volumen ist 0,09. Wenn mein Trade sich gut entwickelt und der Preis ist schon oben und ich eröffne noch einen Trade, ich anpasse den Stop-Loss nach der Market-Situation, und der Stop-Loss kann ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Pips in Sachen Pips sein, und das wird nach demselben Risiko von 0,5% von dem Equity rekalkuliert, und das Volumen kann verschieden sein. Wenn zum Beispiel mein Stop-Loss größer in Sachen Pips ist, was ich bevorzuge, weil dann gebe ich mehr Spielplatz der Trade, und in derselben Zeit habe ich kein Risiko, weil das ich schon mit meinen vorherigen Trade gewonnen habe. Okay, also das Risiko wird beibehalten, quasi auf gleichem Level. Ja, ja. Und der Zeitpunkt des weiteren Scales, dann machen wir nicht die nächste Welle durchlaufen? Ja, wenn die nächste Welle in meine Richtung wieder ist, dann eröffne ich noch einen Trade. Und ich anpasse den Stop-Loss nach der Größe der Welle. Da kann ich vielleicht gleich noch ergänzen, was Micho macht, was viele nicht machen, das ist aber auch eine kleine Kunst des Tradings, die positive Pyramide eben. Ne? Also das heißt, wenn ein Trade anläuft, eben nicht den Fokus zu haben, schnell Gewinne zu sichern, sondern aus den größeren Timeframes heraus eben zu sehen, dass da noch mehr geht und dann eine Position aufzubauen. Das macht auch in der Equity-Kurve eigentlich wesentliche Unterschiede. Das heißt, wenn es schief geht, dann hat man kleine Dips nach unten, okay, aber wenn man die positive Pyramide mal aufbaut und die läuft in eine Richtung, dann hat man eben eine Trendbewegung, die sich wirklich lohnt zu nehmen. Und aus der Erfahrung heraus von unseren Kundenkonten bei JFT Brokers sind eben die tatsächlich ganz vorne von ihrer Equity und von der Steigerung ihres Kapitals, die es schaffen, positive Pyramiden aufzubauen. Also Trendbewegung, das muss man mal, also das ist jetzt kein wirkliches Insiderwissen, weil ich meine, viele Profis arbeiten damit, aber der klassische Retail-Trader macht eben den Fehler, immer möglichst schnell Gewinne mitnehmen und beispielsweise Take-Profit 10 Pips oder Punkte, ja, und der Stop-Loss ist 100 weg. Ja, das ist erstmal schön, ich habe eine super Trefferquote, aber kann damit langfristig überhaupt keinen Erfolg erzielen. Ja? Weil wenn der Worst Case mal kommt, der Stopp, dann sind alle Trades vorher, die neuen Gewinner beispielsweise, weg, und damit wird man nicht erfolgreich. Das kann also mathematisch schon schwierig oder unmöglich, um es mal so zu sagen. Micho? Und nur ein Beispiel hier, ich weiß nicht, ob mein Bildschirm ist noch da, noch übertragen wird. Zum Beispiel in diese Situation, wenn ich das noch hier gemacht hätte, wenn ich noch hier eine Position hätte, bei jeder nächsten Welle würde ich noch eine Position eröffnen und so Scale-In machen. Und so hier würde ich 1, 2, 3, 4 und jetzt würde ich jetzt fünfte Position eröffnen und ich würde mit fünfmal größer Volumen sein. Also mein Gewinn würde dann eine geometrische Progression sein, sondern nicht eine arithmetische Progression sein. Ich weiß nicht, wer sich wie gut mit Mathe kennt, aber arithmetrische Progression ist, wenn man immer mit demselben Volumen mehr gewinnt. Zum Beispiel heute gewinnst du 1, morgen gewinnst du 2, übermorgen 3 und 4. Und so mit geometrischer Progression gewinnst du
wenn du länger Zeit gewinnst, gewinnst du immer mehr. Zum Beispiel heute gewinnst du 1, morgen 3, übermorgen 6, übermorgen 12. Und wenn du schon 5 Stufen von positiver Pyramide hast und wenn der Markt nur eine Stufe mehr nach oben wächst, dann gewinnst du schon 5R, sondern nicht 1R, mit 1R-Bewegung. Genau, das ist so, das, wie gesagt, gut erklärt dahingehend, dass man wirklich das durchschafft, auch vorherige Durststrecken. Ja? Ich meine, das ist natürlich hier so ein Trendkanal, das ist ja fast wie eine eigene Chartzeichnung. Ja? Also es ist vortrefflich, aber man muss eben auf solche Bewegungen warten können und da kann es eben passieren, dass man vorher 5-6 Mal aus dem Markt geholt wird. Ne? Vielleicht gerade eine Frage zu diesem Chart. Also würde ich hier tatsächlich erst einsteigen, wenn ich die 1, 2, 3 hatte oder würde ich schon weiter unten einsteigen, also zum Beispiel bei der 2, beim Tief? Da, wo der Stopp sitzt, so in der Region da irgendwo. Mindestens einmal 1, 2, 3 zu sehen und auf dem nächsten steige ich ein. Also wenn ich hier wäre, das hier ist ein Trend nach unten und ich weiß, ich würde dann nicht wissen, ob dann es nach hier geht. Also ich würde vielleicht am frühesten hier einsteigen, wenn das 1, 2, 3 nach oben rausbricht oder wenn ich einmal schon 1, 2, 3 habe, auf dem zweiten würde ich hier einsteigen bei dem 2. Also ein bisschen früher, weil ich schon weiß, dass es ein 1, 2, 3 bestätigt wurde und bei dem zweiten will ich möglichst früher einsteigen. Es kann natürlich immer passieren, dass ich meine Order wurde aktiviert. Es kann natürlich jetzt passieren, dass es nach unten durchknallt, aber wenn dieses Niveau gebrochen wird, dann ist es klar, dass ich muss raus von der Trade und das ist völlig normal für mich, weil ich mache zum Beispiel 9 Verlust-Trades mit 1R-Verlust, also das ist minus 9R und dann mache ich ein Trade mit plus 20R, was für mich sehr gut ist und es ist völlig okay und normal für mich Verlust-Trades zu haben, viel mehr als Gewinn-Trades und deshalb die Gewinntrades sind viel größer und das gefällt mir sogar. Okay, wir haben zwei Protagonisten, die sich hier gleich battlen und streiten, wer jetzt als Erster ans Mikro darf. Andreas war vorher dran. Okay. Ich komme gleich auf dich. Vielleicht Andreas, schalten wir mal auf den Bildschirm um. Das heißt, wir haben Signale, wir haben Marktsituationen. Das ist eigentlich wunderbar. Das Schlechteste wäre, wenn am Markt nichts passiert. Genau. Wir waren stehen geblieben, als ich berichtete über meinen Blick auf die Märkte, dass ich das Tagestief von gestern im Blick hatte. Xetra, 385. 10.385. In dem Bereich ist der Markt auch das erste Mal abgeprallt, hat es nochmal durchbrochen. Das ist typisch, dass er die Vortagestiefs nochmal testet, wie man so schön sagt. Und hat es aber ziemlich schnell wieder zurückerobert. Das war für mich das Signal, jetzt schaue ich nicht nach einem neuen Short-Signal, sondern jetzt halte ich Ausschau nach einem Long-Signal. Und wie ich schon sagte, zeichne ich Abwärtstrendlinien ein. Und wenn diese getriggert werden, ist es für mich ein Signal, wo auch andere Marktteilnehmer ihre Stops liegen haben, wo sie vielleicht auch einsteigen. Und dann wird es zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wie man so schön sagt. Das heißt, als diese Linie, als das Level wieder erreicht wurde, bin ich long gegangen, wie man hier sieht, habe den Stopp erstmal unter das Tief gesetzt, also ein Stück entfernt. Und mein Ziel ist einfach, dass wir nochmal auf, und das war auch die Frage vorhin hier im Publikum, dass wir nochmal auf die 10.400, das erste Ausbruchslevel nach unten, heute laufen. Und ich mache jetzt den Chart mal live auf, dann sieht man, wie sich der DAX verhält. Wir sind im Plus mit dem Trade. Der Stopp ist nicht manuell nachgezogen, sondern ich habe in dem Fall jetzt, da man auch ein bisschen abgelenkt ist, ich betreue den Twitter-Kanal, Facebook-Kanal, alles unter Bernecker 1977 erreichbar. Da schaut man nicht so intensiv auf den Markt, als wenn man es im normalen Trading-Floor macht. Das heißt, ich arbeite mit einem Trading-Stop. Der Trading-Stop hat sich schon nach oben gezogen. Das geht auch mit einem Klick sehr, sehr einfach bei JFD Brokers im MetaTrader. Und wenn er sie noch weiter nach oben ziehen würde, wäre die Position dann quasi break-even, würde kein Verlust mehr eintreten im Worst-Case. Und wie man sieht, der Markt hat sich ein wenig um meinen Einstieg herum stabilisiert, hat vielleicht auch Luft geholt, muss Luft holen, um weiter nach oben zu gehen. Hier würde ich die Position aus dem Markt nehmen, weil ich denke, dass in dem Bereich der Markt auf alle Fälle nochmal hinkommt. Oder was heißt auf alle Fälle? Ich spekuliere darauf, dass er es tut.
Er könnte noch weiter schießen bis zu der Abwärtstrendlinie, aber das ist mir dann als kleines Eichhörnchen ein zu weit entfernter Ast, auf den ich springen müsste. Und deswegen denke ich, wenn er jetzt noch 3-4 Punkte und wir sehen es live, wie der Markt sich bewegt. Wir haben aber unsere Orders drinne, stehen im System fest verankert, müssen also deswegen nicht schwitzen, auch wenn es hier ein bisschen wärmer ist im Raum. Der Markt entscheidet letzten Endes, also das kann ich schon mal so als Info mitgeben für mentale Stärke, wo ich auch gerne Seminare dazu gebe und andere coache, denn da liegt es meistens verankert, das Problem des Traders, nicht an der Technik, die ist erlernbar. Die kann auch sehr einfach sein, wie man bei mir sieht, auch kompliziert, wie man vielleicht bei anderen sieht. Das Wichtigste ist die mentale Stärke und die hat man einfach, die kann man sich antrainieren, denke ich, wenn man sie nicht hat. Ja, in dem Sinne melde ich mich einfach, wenn es ausgeführt wurde und gebe meinem Kollegen, der auch etwas gutes Laufen hatte, schnell das Mikro in die Hand. Kann man das sehen jetzt? Okay, um 10.30 Uhr, also in 12 Minuten, kommen Arbeitsmarktdaten in Großbritannien. Da gibt es immer relativ viel Bewegung, Achtung, im Cable, aber natürlich auch, ja, im Cable, aber natürlich auch in den Cross-Currencies, wie zum Beispiel das britische Pfund gegen den japanischen Yen. Spitzname ist nicht Cable, sondern der Dragon, weil der sich immer sehr schön bewegt. Ich kaufe immer gerne in Trendrichtung. Sie sehen also, der Trend ist hier aufwärts gerichtet. Und ich kaufe immer gerne Rücksetzer in Trendrichtung an Unterstützung. Das war vorhin gerade der Fall im Bereich 136. Wir haben hier das mittlere Bollinger Band im 15-Minuten-Chart und hier diese im Prinzip diese Horizontalunterstützung. Das hat mich dazu veranlasst, da diese Unterstützung zu kaufen. Ich habe jetzt hier dieses sogenannte Trade Terminal von JFT, wo sie also automatische Opening und Closing Orders einstellen können. Das heißt, wenn die Position sich in meine Richtung bewegt, habe ich jetzt hier ein Tool eingestellt. Das nennt sich Automated Close. Da kann man diverse Ausstiegsregeln festlegen. Wenn also zum Beispiel, hier läuft jetzt noch die Regel, wenn Sie können also hier einstellen, wenn die Position eine gewisse Anzahl an Pips vorne ist, wird der Stop automatisch angepasst. Sie brauchen also gar nichts mehr machen. Das ist also, wenn Sie eine Position laufen lassen wollen, sehr praktisch, weil man ist ja dann immer geneigt, wie der Kollege Klatsch schon sagte, Gewinne schnell mitzunehmen. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man einen größeren hat. Und das probiere ich gerade hier im Dragon, ja. Sehen, also ich habe hier gekauft bei 36,02 und mein Stop ist jetzt bei 36,12 getrailt schon, also ich mache jetzt gar nichts mehr und ich schaue mal, was jetzt passiert, wenn gleich die Zahlen rauskommen, ob er mir noch einen schöneren Profit gibt als die aktuellen 27 Pips. Das würde ich jetzt mal noch abwarten. Wenn er mir vielleicht vorher schon 40 oder 50 Pips gibt, bevor die Zahlen rauskommen, dann werde ich die Position manuell schließen. Aber ansonsten würde ich vielleicht ein bisschen auf mehr spekulieren. Das ist der aktuelle Trade, der läuft. Den vorherigen Trade im Kiwi-Dollar zeige ich nochmal ganz kurz. Die Position hat sich dann gegen mich entwickelt. Und ich habe mich entschlossen, die Position mit 4 oder 6 Pips, weiß ich nicht mehr genau, rauszunehmen und einen kleinen Verlust realisiert. Das gehört halt auch dazu. Es klappt nicht jeder. Sie sehen also, die Spekulation, dass er hier runter lief, ist nicht aufgegangen und ich wollte dann nicht mehr einen kompletten Stop von 20 Pips riskieren, habe einfach die Position rausgenommen. Okay, dann würde ich wieder an die Kollegen übergeben. Ja. Dann übernehme ich. Ich habe Einwurf nur für die Kamera. Also der Markt ist 10.420 und damit wurde mein Take Profit getriggert. Ja, das sind auch unterschiedliche Ansätze, wie ich mir jetzt mal gerade nochmal zusammenfassen darf. Vielleicht, du arbeitest ja mit einem festen Take-Profit. Ich kann auch den Chart drauf machen. Der Henry hat ja auch seine Vision, sage ich mal, wohin es gehen soll. Micho hingegen mit der Idee, die positive Pyramide zu fahren, ohne einen Take-Profit zu setzen, sondern möglichst viel Trendbewegung.
Man sieht, die Ansätze sind sehr, sehr verschieden, aber wichtig ist, dass man eben einen Plan hat, was man tut. Also hier insbesondere mit Stop-Loss und Take-Profit arbeitet. Oder aber, wenn man eben Trendfolgegedanken hat, die Geschichte mit dem, ich habe halt 7R- oder 8R-, aber wenn eben so eine positive Pyramide mal anfängt zu laufen, dann sind auch 20R durchaus drin. Das klingt jetzt sehr, sehr extrem, aber ich sage mal, eine Bewegung, die anfängt zu laufen, das wird nachher auch der Markus Gabel mit seiner Dow-How- oder Dow-Theorie sozusagen beschreiben. Eine Bewegung, die sozusagen an Fahrt gewinnt, hat einen großen Fortsetzungscharakter. Nur sind die Märkte eben häufig oszillierend unterwegs und das killt im Prinzip die meisten Konten, wenn man eben dann versucht, Trendbewegungen zu antizipieren, wo gar keine sind. Deswegen ist es immer wichtig, auch das große Bild im Auge zu haben, über den Tag, über die Stunde, in die Minute zu gehen und einfach zu wissen, sind wir jetzt in einer Trendbewegung oder nicht. Aber letztlich bleibt es Spekulation. Das Einzige, was wir machen können, ist, das Risiko in den Griff zu halten. Und Sie haben ja gesehen, jeder von den Leuten hier, ob die jetzt einen Take-Profit haben oder nicht, setzt einen definitiven Stopp. Also es ist klar, wie viel sie bereit sind zu verlieren. Und das ist was man sich immer vor Augen setzen muss. Das Einzige, was wir an den Märkten kontrollieren können, ist das Risiko. Mehr haben wir nicht. Das heißt, wenn wir abgefeuert haben, dann ist die Order im Markt. Und das Einzige, was wir wirklich machen können, ist das Risiko im Griff zu halten. Ob das ein Gewinntrade oder ein Verlusttrade wird, wissen wir nicht. Wenn wir aber keinen Stopp setzen sollten, dann läuft es gegen uns und dann kann es im Endeffekt das Konto kosten. Und das passiert leider Gottes bei vielen Retail-Tradern. Sie haben ja vorhin auch mitgekriegt, der Jens hat einen Scale-Out im Verlust gemacht, der Henry hat einen Verlust gemacht mit einem Kiwi-Dollar. Das ist leider Geschäft, ne? Also das heißt, Verluste sind alltäglich und damit kommen auch viele Einsteiger oder Trader, die oder sagen wir Menschen, die das Trading beginnen, nicht klar, weil man im Prinzip immer mal eine Ohrfeige bekommt, wenn man falsch liegt und der Mensch ist eigentlich nicht dafür gestrickt, Ohrfeigen zu bekommen und das am laufenden Bande, sage ich mal. Und das ist die Psyche, wo man sagt, da haben viele das entscheidende Problem zwischen den Schultern, weil Setup gibt es ja viele. Wir werden hier noch einiges sehen, wo man sagt, da kann man kaufen, da kann man verkaufen, das ist eine gute Idee. Aber wie man den Trade durchsteht oder wenn es Verluste werden, dann ist eben immer genau die Situation die, dass man sagt, ey, da geht es an die Psyche und da kommen viele nicht mit klar. Und dann wird es emotional und dann wird der Stopp eben mal weggelassen, weil man keinen Verlust mehr machen will. Und dann genau geht der Markt so dermaßen gegen einen, wo man dann eben ja, das Konto teilweise gegen die Wand fährt. Und das ist leider Gottes bei Retail-Tradern tatsächlich der Fall, weil über 80% setzen keine Stoppkurse. So geht es schon mal los. Also wird überhaupt nicht über das Risiko nachgedacht, sondern einfach abgefeuert und entweder ich mache einen Gewinn oder ich sitze das einfach aus. Und so sitzen Leute heute noch auf der Deutschen Telekom, die sie damals zu 100 Euro gekauft haben. Ich meine, ist jetzt schlecht mit Intraday-Trading vergleichbar, aber die gleiche Situation. Da wird nicht über das Risiko nachgedacht.